möchte. Ich vlog heute mal. Wir fliegen nach Santorini und ich bin gerade meinen Koffer am Packen und ich habe tatsächlich wirklich einfach gerade nur meine Kamera versucht einzupacken, die Kamera, also die Karte reinzutun und Akkus, und dann ist die Kamera angegangen. Ich war so, why not? In einer Stunde werden wir abgeholt. Mein Papa fährt uns zum Flughafen. Koffer ist fast gepackt. Nelis Koffer ist eigentlich auch so gut wie fertig. Es sind nur noch Kleinigkeiten. Ich habe jetzt auch nur noch Krimskrams vor mir liegen. Genau, die Sachen packe ich jetzt noch ein. Die ist so eine Brille für Nino. Ob es überall chaotisch ist? Ich glaube ja. Aber es geht. Das ist alles Nelis Seite. Okay, die Tabletten sind jetzt von mir. Das kommt jetzt noch hier rein. Ganz Hälfte? Ja. Krass. Also ich versuche das jetzt noch irgendwie reinzuquetschen. Oh, wie süß. Das hat Jackie mir mitgebracht. Die war nämlich auch unterwegs am Reisen. Aber zum Reisen, das war cool. Eh schon so viel dabei. So, das ist alles Nelis Seite. Pampers, Schwimmwindeln, Pulli, sein Entchen. Dann die Spielebogen, die ganzen Sachen, ganzer Stuff. Wen habe ich denn hier? Ist sie hier? Kommst du mit? Kommst du mit? Müssen wir die Kamera schon anpassen, ne? Ich bin hier das erste Mal in Santorini mit dir. Ui, Hände. Wir sind im Flughafen. Das erste Mal mit Neli. Der macht das super. Aber es ist voll die Schlange. Ah, wir sind fast dran. Beide Rechte verkaufen. Was geht? Was geht? Und wie ist es so? Sehr entspannt. Mit dem kleinen Mann. Guck, der hier liegt einfach. Kann man schon machen, ne? Fliegen mit Baby gar kein Problem. Gefühlt sind ja aber so 8 andere Babys an Bord, ne? Oder sind so 8? Ja. Alle heulen außer Nelio. Stark. Dein Ohr sieht voll witzig aus wegen dir. Ja, ich merke das auch, das zieht voll. Angekommen. Oh, ist so schön, das Wetter ist so schön. Wir haben einfach gerade jetzt 25 Grad und es ist so angenehm. Und die Luft. Boah, wenn ihr jetzt gerade meinen Ausblick sehen würdet, wow. Auf der Kamera wirkt das leider nicht so krass, wie es jetzt wirkt. Aber das ist so mächtig. Das sieht so crazy aus. Das ist unser kleiner, aber großer, feiner Balkon von unserem Zimmer. Hier geht man in unser Zimmer rein. Lilio ist mit seiner Socke beschäftigt. So, und ich zeige euch jetzt den anderen Balkon von uns. Und hier ist unser Pool. Ich habe euch auch noch gar nicht erzählt, warum wir überhaupt hier sind. Ich glaube, ihr dachtet, okay, wir machen jetzt Urlaub. Ich sag mal so, eigentlich ist für mich, also für mich steht Urlaub an, weil ich habe hier nicht wirklich viel zu tun. Aber wir sind hier mit 23 Hours, mit unserem Label, haben Produzenten dabei, haben unsere Künstler dabei und machen eine kleine Santorini-Week-Session, beziehungsweise Week-Sessions. Ein kleines Hallo von der Editing-Dagi. Ich wollte euch aber eben noch Bescheid geben, dass 23 Hours auch einen YouTube-Kanal hat, wo wir Vlogs von hier hochladen. Da haben wir zum Beispiel auch unser neues Signing mit angekündigt oder was wir auch hier generell so machen. Also ein bisschen mehr projektmäßig, falls euch das interessiert. Ich habe es euch natürlich unten mal verlinkt. Ihr könnt es euch sehr, sehr gerne angucken. Die nächsten Tage werden auch noch mehr Vlogs online kommen und es ist wirklich sehr, 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 sehr cool geworden. Da ist sogar ein Track gemacht worden, der nur in diesem Vlog drin ist.
Ist richtig cool. Aber jetzt wieder zum Video. Hier wird nämlich hauptsächlich in diesem Haus Musik entstehen, denn dieses Haus ist sehr, sehr bekannt hier auf Santorini. Das nennt sich nämlich Black Rock Studios. Und wenn ich euch mal erzähle, wer hier in diesem Haus war und sein Album aufgenommen hat, ich glaube, dann werdet ihr durchdrehen. Und zwar hat Justin Bieber hier in diesem Haus, beziehungsweise hier in diesen Studios, in den Black Rock Studios, sein Album Purpose aufgenommen. Das ist so krass. Und wir sind einfach jetzt hier. Das war euer Traum, immer hier hinzukommen und hier Musik zu machen. Und deswegen bin ich hier. Und zeige ich mal ganz kurz das Zimmer. Und zwar ist hier die Tür und wenn man sich so umdreht, ist ein richtig süßer View. Da ist klein Nelly. Hier ist dann dieser eine Balkon zum Pool und da ist der andere. Hier ist unser Bad. Bisschen gelischt. Zack. Klein, aber fein. Sehr süß, reicht vollkommen aus. Richtig cute. Und da ist die kleine Nelly. Und da ist die kleine Nelly. Der das so, so toll gemacht hat. Das war dein erstes Mal im Flugzeug. In zwei Flugzeugen sogar. Wir mussten sogar umsteigen. Er hat das so toll gemacht. Unglaublich. Hier ist dann der andere Balkon. Hier ist ein kleiner Schminktisch. Bin ich sehr froh drüber. Und hier haben wir dann nochmal den Ausblick. Also, wie ihr gerade schon gehört habt, wie ich erzählt habe, hier in diesem Haus ist sehr, 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 sehr viel bekannte Musik schon entstanden. Da unten im Eingang sind sogar goldene Platten. Richtig cool. Also dieses Haus, dieses Studio, es ist Haus und Studio in einem, hat super viel Geschichte. Und ich finde es richtig cool, hier zu sein, weil es könnte sein, dass sogar Justin Bieber mal in diesem Bett geschlafen hat. Das ist so krass. Wirklich. Ich habe hier nicht sehr viel Nutzen. Ich habe Lelio mit dabei. Wir werden hier auf jeden Fall chillen. Ich werde natürlich auch arbeiten, so ist es nicht. Aber im Großen und Ganzen werde ich das machen, was ich halt zu Hause mache, hier machen. Übrigens ist er gerade immer mit seinen Füßen. Das macht er jetzt seit 3 Tagen. Er hat seit 3 Tagen entdeckt, dass er Füße hat. Auf jeden Fall. Ich erzähle euch eben kurz, wie der Flug war mit Nelio. Denn ich hatte ehrlich gesagt keine Sorgen, dass es irgendwie schlecht wird oder dass er irgendwie rumheulen wird. Weil er ist halt sowieso ein sehr entspanntes Baby. Deshalb habe ich jetzt nicht gedacht, dass er da irgendwie Party machen wird oder die ganze Zeit weinen wird. Ich hatte ein bisschen Angst, dass er vielleicht irgendwie Ohrenschmerzen bekommt bei der Landung oder beim Abflug. Jedes Mal habe ich ihn währenddessen gestillt. Ich saß am Fenster, ich habe ihn dabei gestillt und das war super. Also gerade beim Abflug, es war voll entspannt. Wir hatten ja 2 Flüge und beim ersten Flug hat er dann ein bisschen gequengelt, als wir gelandet sind. Aber wirklich nicht viel, es war halt so Also es hat ihm, glaube ich, ein bisschen weh getan. Aber sobald wir gelandet sind, total easy, total entspannt. Hat auch sehr, sehr gut geschlafen im Flieger. Und beim zweiten Flug hat er komplett durchgeschlafen. Da war er nicht mal an meiner Brust, als wir gestartet sind und gelandet sind. Also hat einfach nur geschlafen. Und da war alles easy. Da war alles super, alles toll. Er ist so süß. Er lächelt einfach die ganze Zeit. Er ist die ganze Zeit nur am Lachen. Ja? Das ist so süß. Okay, ich packe jetzt auf jeden Fall erstmal die Koffer aus. Und freue mich aufs Essen gleich. Bin sehr gespannt. Nelly, wo wird unsere Wickelecke? Hä? Wo machen wir unsere Wickelecke? Hier so richtig mit Plänen und so. Nicht schlecht. Thank you. So, mit dem ganzen Team. Geil. Oh, geil. Geil, ne? Salat sieht schon hübsch aus. Ja, ja. Diese Kartoffeldinger sehen auch überkrass aus. Nelly natürlich auch dabei. Nicht mehr schlafen? Hallo kleine Fusi. Hallo kleine Fusi. Oh, bist du kitzelig? Sieht einfach aus wie ein kleiner Dalmatiner. Wir gehen jetzt auf jeden Fall schlafen. Übrigens noch unten mit den Jungs. Ich mache mich jetzt mal ein bisschen fresh. Und dann geht's in die Haie. I'm very tired. Bye. Moin. Der war krass, ne? Kleine Indy sitzt neben mir. Der kleine Mann sitzt hier. Eugens wieder. Der kleine Ehemann. Sind auf jeden Fall auf dem Weg nach Boya. Ja. Das ist die Innenstadt. Und ich sehe einfach aus wie eine Biene gerade mit dieser Brille. Mit dieser Brille, ne? Sind auf jeden Fall jetzt auf dem Weg. Und
6 Jahre ist es her, dass wir das letzte Mal hier waren. Das ist sehr gespannt. Boah, wer erinnert sich noch an das Legendary Impression-Video? Mit der Drohne. Ja, Mann. Ja, Mann. Hallo, das sah schon cool aus. Du bist mit dabei. Ja, wir, guck mal, jetzt vorstellen können, sind wir einfach 6 Jahre später hier mit Baby. Ja, Mann. Angekommen in, oh ja. Ey, sollen wir in die Richtung gehen oder in die Richtung? Eigentlich in die. In die Richtung ist schöner. Zurück, Jungs, ja. Einmal zurück. Das sieht so crazy aus hier. Ja, Mann. Look at this. Vor 6 Jahren waren wir hier. Never been here before. Und einfach unser Haus ist da hinten, ne? Einfach da ganz hinten. Ja. Ah, hier haben sie sogar mal Essen. Das ist einfach überall wunderschön. Ich habe jetzt einen Frappé gegönnt, beziehungsweise Eugen hat mir einen Frappé gegönnt. Meiner schon leer. Typisch griechisch, ja. Bei dir ist eh alles in einer Minute weg. Nee, du gefällst auf jeden Fall auch sehr gut hier. Das ist cool, ne? Super cool hier. Erzähl mal. Sieht aber gut aus. Mein ganzes Team ist wieder hochlaufen. Boah, das ist anstrengend. Ja! Sollen wir was zu essen mitnehmen direkt? Guck mal, bei meiner Mama machen wir das so: jedes Mal, wenn wir irgendwo reisen, holen wir so Magneten. Wir können das ja mit Nelu jetzt machen. Immer wir reisen, ein Magnet. Jetzt, wenn wir ein Magnet holen, ja, komm, wir mit Nelu. Ja, komm, Santorini. Okay, Santorini, let's go. Stimmt den, ja? Stimmt den schön. Den hier. Aber der dreht sich. Aber wenn der runterfällt? Ja, okay, der ist cool. Der ist schon cool. Der ist schon cool. Nimm mal mit. Einen wunderschönen guten. Super Winkel für das Video. Hallo. Ja. Ich bin aufgewacht. Die Jungs sind alle schon wach. Ich war mit Nelly noch im Bett. Also macht einfach schon seinen Mittagsschlaf. So lange habe ich geschlafen. Also ich war die ganze Zeit im Bett. Ich mache mich ready for the day. Heute ist die Sonne wieder am Strahlen. Das heißt, ich werde mich gleich eincremen und ein bisschen in die Sonne legen. Solange keiner noch schläft. Ganz wichtig, Sunscreen. Zack, zack, zack. Ich mache ja toll 3 Streifen auf der Hand, auf den Finger und dann komplett. Mein Outfit of the Day. Ein Badeanzug. Ich habe leider keine Bikinis mitgenommen. Frag mich nicht darum, das war einfach dumm von mir. Aber ein Badeanzug. Ein Sassy Classy Hemd in XXL und die Schlappen. Das war's. Moin. Moin. Oh. Wir haben Beef, habe ich gehört. Was? Wir haben Beef, habe ich gehört. Nee, ich hab's auch gelöst. Das ist crazy, was in der Story abgeht. Also, liebe Freunde, zwischen uns ist alles gut. Gestern kam eine crazy Nachricht. Ich glaube, die hat jeder von uns, egal ob Freunde oder Follower oder was auch immer, sehr schockiert. Also es war schon krass. Nach Paula und Sascha. Das ist so nah beieinander. Das ist so verrückt. Das Ding ist halt, bei Paula und Sascha war ich halt sehr nah dabei. Ich habe halt alles schon mitbekommen. Ich habe halt diesen schleichenden Prozess halt auch mitbekommen. Kam nicht von heute auf morgen, ja. Nee, also für uns kam es halt nicht von heute auf morgen. Ja. Bibi und Julian haben sich getrennt. Das ist crazy. Das finde ich wirklich crazy. Die beiden sind seit 14, 15 Jahren zusammen gewesen. Und deshalb, weil Eugen halt gestern eine Story gemacht hat, das ist so krass, die rein gar nichts irgendwie damit zu tun hatte oder so, hat morgens irgendwie gepostet und das war eine Textzeile aus einem Song von Art. So, was hast du geschrieben? Das war eine, genau, das war eine Textzeile aus Nebel und diese Textzeile habe ich geschrieben in dem Song. Deswegen habe ich sie gepostet. Ich habe so ein Bild von Santorini gepostet, vielleicht, ob man es sieht. Ja. Hab immer mehr gegeben als zurück verlangt. Und dann kommt. Soll ich den Song kurz trinken? Hab immer mehr gegeben als zurück verlangt. Die Links sind kalt in der Gegend. Geil, das. Ja. Ich guck so meine Story so. Boah, was ist los? Ich hab normalerweise so 100.000 Views oder so.
330.000. Nach wie vielen Stunden? Jetzt so 22 Stunden. Das ist crazy. Meine ganze Story danach 200.000. Ja, weil die Leute halt gedacht haben, okay, da kommt jetzt irgendwie was und wir haben uns jetzt auch irgendwie gestritten. Ich habe so viele TikToks dann auf TikTok dann halt gesehen, dass, oh mein Gott, jetzt Lucky und Eugen auch noch so, hä? So, wieso? Ja. Wie sich Leute direkt irgendwie Filme fahren. Das ist so verrückt. Ich habe auch einen TikTok hochgeladen heute. Hast du gesehen? Ja, ich habe es gerade gesehen. So verrückt. Ich sag mal so, ne, bei der Situation, ob es jetzt irgendwie Paula und Sascha war oder Bibi und Julian, das ist halt krass. Also ich glaube, für alle ist es halt einfach krass. Auch für die, die es halt am meisten betrifft. Voll. Und sich erstmal da richtig zu äußern, braucht man Zeit für. Es sind halt jetzt Bilder aufgetaucht, die halt, glaube ich, nicht hätten auftauchen sollen. Dann hätten die sich auch, glaube ich, erst später gemeldet. Glaube ich, denke ich, weiß ich nicht. Aber da ist halt ein Druck hinter, dass man halt was dazu sagt, obwohl man vielleicht gar nichts dazu sagen will. Deshalb lasst die Leute auch auf jeden Fall erstmal selber damit irgendwie klarkommen und das verarbeiten. Weil ich weiß, wie das ist in der Trennung, in der Öffentlichkeit. Und Leute wollen alles wissen und spekulieren und rätseln sich alles zusammen. Und ja, das ist auf jeden Fall mein Statement dazu, weil ich werde zu bombardiert, ob es jetzt von Presse ist, Bild-Zeitung, Promiflash oder was auch immer. Die wollen mich alle nach einem Statement fragen. Und ich denke mir so, was wollt ihr denn für ein Statement von mir? So, das ist jetzt mein Statement dazu. Lasst die Leute leben. So, die werden schon wissen, was sie tun. So. Ja. Und all genug. Das ist nicht unser Leben. Wir haben nicht zu urteilen. So. Ich mache mir jetzt Frühstück. Ich habe dich richtig gecrashed. Ja, ich sag mal so. Hast du mal jetzt erst gesehen? Guck mal, wie viele TikToks die gemacht haben. So. 63.000 Likes. Alter, guck mal jetzt. Was geht ab? Ja, ich hab, wie gesagt, ich hab voll viele Nachrichten und alles bekommen. Guck mal, das geht weiter. Verrückt. Ey, wieso denn hier? Hab immer mehr gegeben als zurück verlangt. Ich verstehe nicht, warum die Leute direkt denken, dass wir uns auch getrennt haben. So, hä? Eigentlich ist es. Wow. Sehr schön, Mann. Brüderlich geteilt mit Art. Mache ich mal eine kleine Roomtour von diesem Haus hier. Und zwar ist das hier der Empfangsraum. Und das sind alles zum Beispiel Songs, die hier entstanden sind. Richtig, richtig cool. Zum Beispiel auch Sido. Und schaut mal, ich hab's euch gesagt. Justin Bieber. Ich habe vielleicht in Justin Biebers Bett geschlafen. Oder schlafe momentan vielleicht mit Justin Biebers Bett. Und kennen auch sehr wahrscheinlich viele Skrillex. Crazy, sage ich euch. Weißt du, wer hier auch war? Hm. Tom Hanks. Ja, stimmt. Bild hängt vorne ja, mit dem Dings. Tom Hanks und Skrillex. Ich habe die Studios auch noch gar nicht gezeigt. So, ein Lobby. Das ist die Küche. So, hier ist unser Plan. Wir machen Session, denn wir sind vorbereitet. Professional. Professionell. Hier gibt es ganz schwere Türen, denn man hört in den Schlafzimmern dann gar nichts. Außer der Chris dreht um 4:30 morgens voll auf. So, Zwischenraum, Schlagzeug, kleines Studio, großes Studio. Kleines Studio, großes Studio. Justin Bieber hat hier aufgenommen, by the way. So, wir filmen. Wir vloggen. Wir filmen. Also, wir machen nicht nur Hip-Hop, wir machen auch Dance. Oder zeigst du jetzt Hip-Hop? Nee, das ist Dance. Stark. Tut okay. So. Ist leider noch ein bisschen zu kalt. Weil wir haben hier nur in Anführungsstrichen 22 Grad, aber es ist wirklich sehr, sehr warm. Oh ja, das ist das Haus. Und ich habe mir mein Handtuch gegrabt, habe meine Kopfhörer dabei. Nilo schläft so lange noch. Eugen passt so lange auf, beziehungsweise achtet darauf, dass er nicht weint.
Wenn er weint, ruft er mich sofort an. Aber ich lege mich jetzt erstmal genau dahin, in die Sonne. Kurzen Hose und dein cooles T-Shirt. Wow! Die coole Socke. Du bist so eine coole Socke, bist du. Wo ist meine kleine Grinsebacke? Meine kleine Grinsebacke. Meine kleine Grinsebacke. Meine kleine Grinsebacke. Meine kleine Grinsebacke. Ja! Wo ist meine kleine Grinsebacke? Was bist du? Grinsebacke. Das ist ein wunderschöner Sonnenuntergang. Kennt ihr diese Fotos, die? Wunderbar. Habt ihr jetzt gerade, warte, Moment, ich muss euch hier noch zeigen. Das ist unsere Radiosendung. Und es ist nicht verschätzt. 23 Hours Inside. Pass auf, wo wir halt zu Mustafas Gemüsekeller gegangen sind, da war ich mit meiner Frau zusammen und wir sind da hingegangen, mit uns zusammen bei Montes und wir sind, wollten sie unbedingt holen und wollten einen Moment erwischen. Er ist ja die ganze Zeit im Fernsehen, ne? Man hört viel darüber und bla bla. Man hört, das ist der Gemüsekebab so und wir hatten ein bisschen Angst vor so Schlange anstehen, weil das ein bisschen Film ist auch. Dann mit Fotos und zwar gutes Wetter, nach der Schule, auch dumme Uhrzeit, so 15 Uhr, alle hatten Schule frei. Und natürlich, wir holen uns gerade Essen und abgesehen davon, ich fand den sensationell. Echt? War der ich gut? Ich fand den richtig gut, ohne Fleisch. Ich fand den gar nicht so gut. Ich fand den nicht so gut. Wurde dann Dagi die ganze Zeit so gefragt nach Fotos und sie so, ich schwöre, abgesehen, dass meine Frau ist, mies sympathisch, sie macht einfach so Selfies mit so Döner und so. Der Monte steht so daneben und sagt, hey, man kann auch so nein. Wieso? Nee, ist alles cool für mich. So soll ich machen. Fotos gemacht. Oh mein Gott, ich hab Fotos gemacht. Nach dem dritten, vierten so, also komm, ich halte doch kurz ein Kebab, ich lasse runterfällt. Aber das ist halt so der Alltag, der uns dann begegnet, wenn wir einfach nur ein Kebab holen wollen, weißt du? Ich muss einfach Gemüse allein. So, das war unsere Radiosendung. Jeden zweiten Samstag 19 bis 0 Uhr, 5 Stunden, habt ihr dann die 23 Hours Session. Und oh, das sieht so wunderschön aus. Ich komme nicht klar, es ist so wunderschön. Back zum Outro. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Bleibt gesund. Fühlt euch alle geknutscht. Und bis dann. Tschüss.